voll schön, dass mein. Janice. Wir haben viele Monks in der Mannschaft. Boah, gute Frage. Da würde ich auch fast sagen, Poppy oder Obi, die hat auch einen guten Schuss. Vielleicht Poppy? Poppy. Poppy. Boah, Poppy. Ich würde vielleicht Poppy und Obi sein. Ich glaube, Poppy kommt da und Lena Oberdorf. Sean hat auch einen unfassbar harten Schuss. Ich glaube, die beiden sind da ganz weit vorne und oben. Bex hat einen ganz schönen Hammer, obwohl sie sehr klein ist. Frido. Sie kann einfach richtig hart schießen. Wenn Anna will, dann kann die auch richtig Feuer hinterbringen. Ich glaube, Frido ist ganz weit mit oben dabei. Ich glaube, da würde ich entweder Poppy sagen oder Do. Beide ja auch gute Freischussschützen und da stelle ich mich ungern in die Mauer, wenn wir da Freischüsse trainieren. Poppy. Poppy hat einen ziemlich strammen Lachs. Man darf sich auch selbst nennen, ne? Ja, ich kann auch ganz hart schießen, das stimmt aber. That's the question, because I didn't pay attention about that. Wer ist am schnellsten? Also wer am langsamsten ist, könnte ich auch schon sagen. Am langsamsten wäre jetzt Kati gewesen, weil die lässt sich echt viel Zeit, aber am schnellsten? Anna ist ziemlich schnell, ja. Ich weiß nicht eine Person, die am schnellsten ist. Ja, ich bin auch ein Schnellesser, alle, die mich kennen, aber Eva, sicher. Ich esse schon schnell. Vielleicht sagen, Poppy ist auch manchmal schnell. Also alle, die, ja. So Poppy würde ich schon sagen, ja. Boah, spontan würde ich sagen, immer die auf jeden Fall Geschwister haben. Hier. Das kriege ich öfter gesagt, dass ich sehr schnell esse und mir ein bisschen Ruhe gönnen soll dabei. Also wenn wir zu Abend zusammen kochen oder essen, dann habe ich gefühlt meine Gabel gerade in der Hand und dann ist sie schon fertig. Deswegen ist Pia am schnellsten. Von daher, ich bin in der Übung, aber es geht glaube ich noch besser. Und da ich weiß, dass Almut viele Geschwister hat, würde ich sagen, Almut ist schnell, aber das natürlich nicht. Nee, ich weiß, wer am schnellsten ist. Vielleicht Joe? Derjenige, der am wenigsten gerade zu erzählen hat. Kathi Hendrich. Also wenn ich mir die Plätze so in der Kabine angucke. Ich glaube, es sind schon viele aufgeräumt. Voll schön, dass mein. Janice. Wir haben viele Monks in der Mannschaft. Sie ist schon ordentlich, also auch sauber und ja. Ich glaube, mein Platz ist tatsächlich immer sehr aufgeräumt. Sarah Dawson ist schon sehr ordentlich und da muss das alles so ein bisschen symmetrisch alles auf dem Platz liegen und so, die ist da sehr genau. Feli ist auch immer ganz gut dabei, kommt immer ein bisschen auf die Phase drauf an. Okay, ich bin mit Sarah Dawson in einem Zimmer, dann Sarah. Ja, ansonsten Rike Abt ist auch sehr aufgeräumt. Auch sehen wir wie Rike. Ja, Sarah Dawson, sie ist sehr ordentlich, so würde ich sagen. Because the rest of the girls I can't see, because yeah, there is a walls. Ich würde sagen, ich bin schon sehr ordentlich, sonst kann ich das nicht so beurteilen. Wenn ich jetzt von meinem Platz ausgehe, links neben mir bei Sarah sieht es schon relativ ordentlich aus. Sie hat so diese Boxen von Ikea und hat da drin dann nochmal so zwei und hat sie alles schön aussortiert. Hier so Duschgel, Shampoo, da noch Sport-BHs, also ich glaube, Sarah ist da ganz weit oben. Definitiv Jay, also die hat so einen, glaube ich, inneren Monk in sich. Da glaube ich, bin ich eine der ordentlichsten in der Mannschaft. Alleine schon im Training, wenn sie sich dann umzieht, dann faltet sie ihre Sachen und dann legen die wirklich ganz akkurat dann auf ihren Platz. Lass mich mal überlegen. Ja, wir sind schon fair. Also. Wir faulen gar nicht so oft eigentlich. Was haben denn die anderen gesagt? Also, es war immer Björk, aber sie ist jetzt weg. Das war immer Sarah Bürki, aber jetzt? Eine gute Frage. Also ich bin auch weit oben mit dabei, denke ich. Ich würde sagen Obi vielleicht. Ich wurde halt gefault, ich sag Anna. Obi ist manchmal so ein bisschen forsch, tollpatschig, nenne ich es jetzt einfach mal. Und da kann es tatsächlich mal passieren, dass du mal den dicken Latschen von Obi auf dem eigenen Fuß sitzen hast. Kathi muss manchmal ein bisschen mit ihren Händen aufpassen. Ich glaube, es gab auch mal Zeiten, wo sie mit zwei Hütchen in der Hand trainieren musste, damit sie nicht zieht. Ich kann mich an eine Situation von Sarah Dawson erinnern, wo sie Anna Bless, das ist auch schon ein Jahr her, umgehauen hat. Von daher vielleicht Sarah. Poppy ist schon eine, die oft gut dazwischen haut. Deswegen würde ich schon sagen, Kathi oder ich. Ja, Poppy denke ich dann. Aber nur, weil sie auch so zweikampfstark ist. Faulen vielleicht nicht wirklich, aber Lena Oberdorf ist sehr robust in den Zweikämpfen. Vielleicht ist da das eine oder andere Mal ihr Körper ein bisschen zu viel im Spiel. Also ich glaube, es liegt wirklich an meiner, vor allem meinem Spielstil, glaube ich, oder?
ja, vielleicht so ein Torwart, wenn die sind dabei, so im Action oder so. Ja, Arnold, sage ich. Keine Ahnung. Poppy, I think she play hard. Yeah, that's all. Oder die denken so, oh kacke, wer fault? Ach komm, Obi, 3 gelbe Karten, nehmen wir. Ich möchte die Frage bitte aussetzen. Wer postet denn viel? Weiß ich gar nicht. Ich bin's nicht auf jeden Fall. Ich hatte letztens mit Do das Thema. Sie sagt, ihr Profil ist super, weil sie verschiedene Sachen hat zwischen Privat, Fußball und dann auch manche Quotes. Von daher sage ich Do. Ich würde sagen Lena Gößling oder mittlerweile vielleicht auch Obi. Shanice van der Sanden. Shanice? Vielleicht jetzt Shanice? Ja, ich glaube, dass sie häufig was postet. Im Feed oder in der Story? Ich denke, sie schon postet viele Fotos. Ihre Bilder sehen alle mal sehr schön aus und Shanice. Ja, Do postet fast jeden Tag so, Dominik, würde ich sagen. Das ist klar, Shanice. Sie ist schon auch überragend, auch mit Klamotten und alles. Do, Dominik. No, or I don't know. Do, Svenish is putting a lot of Lena Gößling also, Jay. Also von den Followerzahlen hätte ich jetzt gesagt Lena. Ich glaube Lena. Aber Lena postet eigentlich nicht so viel. Schon, also Shanice van der Sanden, ich glaube, die hat hat am meisten Follower wahrscheinlich bei uns und postet auch am meisten und auch am meisten ausgefallene Sachen. Ja, ich glaube, also Shan, was sie da, ich habe jetzt in letzter Zeit oft geguckt bei Shan und die macht schon schöne Bilder da auf Insta und immer fresh, deswegen glaube ich Shan. I can say also with my Pepsi. A lot of queens. Yeah, a lot of queens.